Heute 5 Gründe, warum es zu einem Settlement zwischen der SEC und Ripple kommen wird. Und zum Schluss noch eine wirklich ganz tolle Prognose für den Bitcoin in den nächsten Jahren. Das habe ich mir geklaut und es ist hochfaszinierend. Wir leben ja hier in unserem Space sehr volatil und das ist eine ganz tolle Prognose. Und ich bitte euch bis zum Schluss dran zu bleiben. Aber jetzt fangen wir an, die 5 Gründe, warum es zu einem Settlement kommt. Los geht's. Hallo, ihr Kryptorianer da draußen, hier ist wieder euer Oliver von der Wesley CryptoVision. Bevor ich jetzt starte, wie immer die Aufforderung oder die Bitte, setzt ein Abo. Ja, nehmt mal die Maus oder den Finger und klickt mal auf Abonnieren, Glocke aktivieren, dann erfahrt ihr immer, wenn es was Neues gibt. Ich bin da sehr in XRP unterwegs, das wisst ihr alle, es ist mein Lieblingscoin. Und auch mein größter Invest und deswegen bin ich da so drin in dem Space. Also verpasst nichts mehr, schreibt in die Kommentare, lasst ein Like da, würde mich sehr freuen. Und ihr unterstützt damit, dass dieser Kanal wächst. Kommen wir zu Grund Nummer Uno. Grund Nummer 1, warum es zu einem Settlement kommen wird, ist nämlich das schnöde Mammon, das Geld. Die SEC braucht einen Payday. Die SEC benötigt dringend einen Zahltag. Ripple hat ja selber schon 110 Millionen Dollar an Anwaltskosten gehabt. Das wird ja auch nicht weniger, es wird nur eher mehr. Dann haben wir natürlich die Situation, dass die SEC natürlich dann auch solche Kosten hat. Das darf man nicht unterschätzen. Das ist eine Regierungsbehörde, die natürlich von den Steuerzahlern bezahlt wird. Sollte es also zum Risiko gehen, dass die SEC vor Gericht geht und das summarische Urteil pro Ripple ausgesprochen wird, dann hat die SEC ein ganz massives Problem. Und damit auch Gary Gensler. Mir fällt gerade ein, Gary, hast du deinen 124 Millionen Dollar Fonds schon der SEC gemeldet? Ich meine, du sitzt im gleichen Gebäude. Ja? So, und dann hat Gary Gensler ein Problem. Der Mann ist Politiker, der will weiterkommen, der hat neue Ziele. Ob er die da noch erreichen wird nach diesen über anderthalb Jahren FASC-Klage, wage ich schwer zu bezweifeln, aber er braucht ein Settlement. Denn das Risiko, dass die SEC vor Gericht verlieren wird, wird immer größer. Denn wir dürfen eines nicht vergessen, die Richterinnen sind mehr als angepisst. Ich sag's wie es ist. Ob das Richterin Netburn ist, die jetzt auch mit einem geschmeidigen, smarten Move mal den Einwand der SEC mal hinten drunter klapsen lassen mit diesen Durchsuchungsbeschlüssen, was die Videoauthentifizierung der SEC-Beamten angeht. Gut, ja, ihr habt das mitbekommen. Okay, dann Richterin Torres, die natürlich jetzt den Termin gesetzt hat bis zum 16. August, sprich gestern, hatte ja die SEC noch Gelegenheit, Einspruch einzulegen. Und das hat die SEC getan und wie nicht anders zu erwarten um 23 Uhr und. Also noch wirklich zeitverzögernd par excellence. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Richterin Torres da sehr begeistert ist, wenn die absolut gleichen Spielchen weitermachen. Auch die Erwiderung war auch mehr oder weniger... Nein, da war was völlig Neues drin. Was völlig Neues habe ich total vergessen. In dem Erwiderungsschreiben der SEC war etwas total Neues drin, und zwar das Datum. Das war aber auch schon alles. Dieselben Kamellen, dieselben Begründungen. Und ja, wie der Urteilsspruch aussehen wird von Richterin Torres, können wir uns, glaube ich, an den 5 Fingern abzählen. Pro Ripple. Okay, so, Gary Gensler unter Druck. Die SEC braucht einen Payday. Das ist Grund Nummer 1. Das darf man nicht unterschätzen. Punkt Nummer 2. So, die SEC kann es sich auf gar keinen Fall leisten, einen Präzedenzfall zu schaffen in den Vereinigten Staaten von Amerika. Wenn man Anwaltsfilme guckt, dann sieht man immer so die Bibliothek von Büchern, Tausende von Büchern, in denen Hunderttausende von Präzedenzfällen stehen. Und aus eigener Erfahrung kann ich euch sagen, wie wichtig so ein Präzedenzfall ist. Wenn ihr da mehr wissen wollt, schreibt in die Kommentare, dann erzähle ich euch das mal bei Gelegenheit. Ein Präzedenzfall zu schaffen, in dem die SEC verliert, würde bedeuten, dass keine Regulierungsbehörde in den Vereinigten Staaten mal einfach so ein Fintech oder ein Kryptounternehmen dann einfach mal zur Rechenschaft ziehen kann. Das funktioniert dann nicht mehr so einfach. Darum geht es. Grund Nummer 3.
Grund Nummer 3 sind die Hinman-Mails. Die werden wir niemals zu Gesicht bekommen. Der Streit geht ja immer noch so weiter, wie ich gerade eben erläutert habe. Die SEC weiß, was da drin steht. Das Anwaltsteam von Ripple, da sind auch ehemalige SEC-Beamte drin. Und ich bin auch immer noch der Überzeugung, dass Ripple sehr wohl weiß, was da drin steht. Und zwar, dass der XRP-Coin eben kein Security ist, sondern ein Currency. Da komme ich dann gleich nochmal darauf zu sprechen. Darum kann die SEC es sich nicht leisten, diese Hinman-Mails im Zusammenhang mit dieser Ethereum Free Pass Speech aus dem Juni 2018 an Ripple und das Gericht zu übergeben, weil dann geht die Bombe hoch. Da steht drin, dass XRP einfach kein Security ist und Punkt. Damit wird die ganze Klage natürlich hinfällig. Was natürlich bedeutet, dass aber Millionen von Steuergeldern verbrannt worden sind, ja, und immer noch teilweise verbrannt werden. Darum bin ich der Meinung, wir werden diese Hinman-Mails niemals sehen. Dann Punkt Nummer 4. Bevor ich dann zu Punkt 5 komme. Punkt Nummer 4. Hat Goldman Sachs selber XRP-Coin als Currency bezeichnet, nicht als Security. Goldman Sachs, eine der zwei einflussreichsten Banken in Amerika, hat ganz klar gesagt, XRP sehen wir als Brückenwährung für On-Demand-Liquidity, für das, wofür es einfach programmiert worden ist und für das es steht. Und Goldman Sachs, und es ist eigentlich so die charmante Geschichte an der Seitenlinie, Goldman Sachs ist der Vorarbeitgeber von Gary Gensler. Ja, okay, wenn natürlich der Vorarbeitgeber dann sagt, hey Gary, was treibst denn du da? Bist du doof oder was? Ja, bei uns kannst du nicht mehr arbeiten, weil XRP ist ein Currency, keine Security. Ja, aber das wissen wir, denke ich, alle und die Richterinnen wissen es und der Gesetzgeber weiß es auch. Denn auch der politische Druck, jetzt kommen wir zu Nummer 5, die Fed selber hat XRP als Brückenwährung auch bezeichnet. Und nicht nur die Fed wird mit Ripple arbeiten, sondern auch mehrere Zentralbanken. Ich bin vorhin noch ein bisschen recherchiert, war auf der Startseite der Europäischen Zentralbank und da bin ich auf Tipps gestoßen. Ein Tipp von mir, geht auf die Seite, lest mal über Tipps. Ja, da steht mit keinem Wort XRP, da steht mit keinem Wort Ripple, aber wir wissen ja bereits, dass Brett Garlinghaus nicht nur in Davos sitzt, sondern auch Ripple im Think Tank der EZB, wenn es um digitale Zentralbankwährung geht, im digitalen Euro. So, und wenn man da ein bisschen reinscrollt und ein bisschen rumliest, das ist alles in Englisch, dann werdet ihr die harten Fakten lesen, wie Tipps funktioniert. Und dann werdet ihr sehen, unten in Englisch, alles das, was XRP tut und der XRP Ledger. Und On-Demand Liquidity. Ja? Echtzeitüberweisungen unter 5 Sekunden. Die haben jetzt noch stehen 99% Sicherheit, aber wir wissen, es sind 100. Die sind halt da auch ein bisschen vorsichtig. Ja, was soll ich sagen? Ja, in Echtzeit und für Kosten von 0,002 Euro Cent. Ja, es schreit nach Ripple, es schreit nach dem XRP Ledger und nach unserem Lieblingscoin XRP. So, das mal von meiner Seite, warum ich der Meinung bin, dass es zum Settlement kommen wird. Wir werden kein Gerichtsverfahren erleben. Also wenn Gary Gensler wirklich so suizidal unterwegs ist, dann soll er das tun, also zumindest politisch. Ich kann es nicht nachvollziehen. Denn auch der politische Druck natürlich mit der anderen Konkurrenzbehörde in Amerika, der CFTC, ist natürlich da. Und die haben schon Gesetzesvorlagen eingereicht, derer zwei, mit der Unterstützung von verschiedenen Congressmen und Senatoren. Und dann sieht man noch den anderen politischen Druck, dass jetzt ein ehemaliger Ripple-Berater, Michael Barr, ist jetzt im Vorstand der Fed. Ja, und wenn man sich so den Vorstand von Ripple ansieht, wie viele ehemalige Fed-Mitarbeiter dort arbeiten mit unglaublichen politischen Vernetzungen, dann ist es hochfaszinierend, wie da ein Rad ins andere greift pro Ripple. Ja, okay, das war's jetzt mal. Und jetzt zum Abschluss. Wir leben in einem volatilen Markt. Habe ich hier eine sehr schöne Bitcoin-Prognose,
die man sich unbedingt anschauen muss. Ich hoffe, ihr genießt es jetzt, wie es ich gemacht habe. Ich habe mich sehr amüsiert und ich habe das geklaut. Ich bitte es zu entschuldigen, aber ich werde den Link zu dem Kanal unten in die Textbeschreibung reinsetzen. Das ist auch ein YouTuber aus Deutschland und der macht das echt witzig. Perückenfan, ich finde es klasse, was er da für Figuren manchmal auftauchen lässt. Und von Harry kommt jetzt auf jeden Fall die Prognose. Ich verabschiede mich jetzt schon mal. Ich wünsche euch eine gute Zeit da draußen. Bleibt geduldig, bleibt ruhig. Und ich wünsche euch von Herzen Werdezeit, bleibt gesund, das ist das höchste Gut, das wir haben. Und wir sehen uns im nächsten Video. Nicht abschalten, schaut euch die Prognose an, extrem wichtig. Ciao, Freunde. So Leute, der Typ neben mir hat keine Ahnung. Ich werde euch jetzt mal sagen, was die nächsten Jahre mit Bitcoin passieren wird. Also Ohren auf. Über die nächsten Monate werden wir erstmal runterplumpsen auf ungefähr 10.000. Dann werden wir einen Anstieg haben auf ungefähr 50.000. Das ist aber eine Bullenfalle. Hier werden die Großinvestoren alle verkaufen wegen dieser ganzen Umweltagenda. Dann fallen wir wieder auf 10.000. Dann fängt der echte Bullrun erst an. Wir steigen bis auf die 100.000. Und hier ungefähr bei 100.000 wird verkündet, dass der Ripple CTO David Schwartz der wahre Satoshi Nakamoto ist. Und das wird den Markt so schockieren, dass wir wieder runterplumpsen auf die 10.000. Und dann wird der Michael Saylor von MicroStrategy, der wird dann nochmal einsteigen, weil er von Bitcoin einfach nicht loslassen kann. Dann steigt der Kurs nochmal auf 50.000 und danach plumpst er runter schnurstracks auf 0. Aber keine Sorge, ihr werdet trotzdem mit Bitcoin Geld verdienen können. Wichtig ist nur, dass ihr ungefähr bei 80.000 aggressiv per Dollar Cost Average aussteigt. Versucht nicht, den Top des Marktes vorherzusagen. Harry. Was? Moment mal, das sieht aus wie ein Penis.